Xenius Goes West. Gunnar und ich lassen unser Wissensmobil in Deutschland stehen und fliegen ins sonnige Kalifornien. Okay, Anmod, Tattoos, die zwei. Recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Der Gunnar und ich, wir grüßen heute aus dem völlig wahnsinnigen Hollywood. Das ist hier ein absolutes Mecker für Exzentriker, Freaks, schräge Vögel, Freaks und andere Leute, die sich generell sehr gerne selbst darstellen. Zum Selbstdarstellen gehört hier in Kalifornien eigentlich ein Tattoo. Die Caro und ich, wir sind jetzt unterwegs zum Großmeister der Tätowierkunst hier in Hollywood, zu Mark Mahoney. Die Dame kann Ihnen aufzählen, wen der Mann an Promis schon unter seiner Nadel gehabt hat. Ich habe die ganze Liste im Kopf, und zwar Mickey Rourke, Angelina Jolie, Brad Pitt, ihr Mann, wie heißt der Fußballer? Genau, David Beckham, also eine ganze Menge Leute. Und Johnny Depp, mein Gott, Johnny Depp. Und ich bin wirklich schwer am Überlegen, ob ich mich in diesen illustren Kreis mit einreihen soll. Wir wollen heute herausfinden, warum sich Menschen eigentlich tätowieren lassen und was diese Zeichen auf der Haut uns sagen wollen. Ja, und wir starten mit einer Geschichte, die wirklich sehr spektakulär ist. Ein Mann, der seine Haut im wahrsten Sinne des Wortes zu Markte getragen hat. Dieser Mann hat kein gewöhnliches Tattoo. Er trägt ein Bild auf dem Rücken, das ihn besonders macht. Die Tätowierung teilt er sich mit einem ausgestopften Schwein. Und er wird nach seinem Tod gehäutet. Seine Haut wird dann etwa so in einen Bilderrahmen gespannt. Häuten finde ich, der Ausdruck finde ich gruselig, weil es eine negative Assoziation hat. Aber der Gedanke an sich finde ich gar nicht, ich finde es nicht morbid, ich finde es nicht abstoßend. Ich glaube, nachdem ich weiß, wie die Schweinehäute, die gerahmten, aussehen, glaube ich, dass die Arbeit sehr, sehr schön aussehen kann, wenn sie nicht mehr an mir dran ist. Tätowierte Schweinehaut, konserviert und gerahmt. Schöpfer solcher Kunstwerke ist der Belgier Wim Delvoye. Auch die ausgestopften Schweine ließ er zu Lebzeiten tätowieren. Und in der Kunstszene liebt man den Exzentriker dafür. Bis zu 100.000 Euro zahlen Sammler für die außergewöhnlichen Exponate. Doch bei Schweinen sollte es eben nicht bleiben. Auch Menschenhaut will Delvoye zur Leinwand machen, mit allen Konsequenzen. Tim Steiner aus Zürich gefällt der Gedanke. Normale Tätowierungen hat er schon. Aber dass er der erste Mensch ist, dessen Tattoo zum Kunstwerk wird, das fasziniert ihn. Rückblick 2006. Der Tätowierer Matt Powers setzt den Entwurf des Künstlers um und sticht Tim einen bunten Mix aus Muttergottes, Totenkopf und Rosen. Im Juni 2006 dann der erste große Auftritt bei einer medienwirksamen Tattoo-Performance mit Künstler Wim Delvoye. In einer Züricher Galerie wird Tim Steiner vor Publikum fertig tätowiert. Erstmals ausgestellt, angeschaut, bestaunt. Die Tätowierung verändert das Leben des damals 31-Jährigen komplett und erfüllt ihm einen großen Wunsch. Die Arbeit hat mir Türen eröffnet. Ich war immer, auch als kleiner, semi-pubertierender, war ich schon fasziniert von Kunst und von wie weit die Kunst gehen kann. Aber ich hatte mein Fuß nicht in der Tür. Durch diese Arbeit wurde mir ermöglicht, dass ich in die Kunstwelt reinkommen kann und nicht einfach der Tim aus Zürich bin, sondern einen Sinn habe, hier zu sein. Tims Rücken wird verkauft von der am Projekt beteiligten Galerie. Der Käufer, ein Kunstsammler aus Hamburg. Ein Vertrag regelt die Formalitäten und den Preis. 150.000 Euro ist Tims Rücken nun wert. Das Geld teilen sich die Galerie und der Künstler. Tim bekommt 30.000 Euro. Dafür muss er dem Sammler 4 Wochen pro Jahr zur Verfügung stehen. Tims Besitzer hat das Recht, ihn lebenslang auszustellen, ob in Museen, bei Messen oder zu privaten Anlässen. Und noch mehr, er darf den Rücken weiterverkaufen und sogar vererben. Ein paar Mal war Tim schon Ausstellungsstück im Museum.
Dann sitzt er für mehrere Stunden mit dem Gesicht zur Wand und lässt sich betrachten. Hier ist er ganz in seinem Element, Teil der Kunst und dank seiner Tätowierung das, was er immer schon sein wollte. Sogar über seinen Tod hinaus. Denn ein Dermatologe soll, sobald er stirbt, das Bild auf dem Rücken fachgerecht entfernen und für die Ewigkeit konservieren. Ein Hauptfaktor dieser Arbeit ist der Tod. Und der ist permanent dabei. Also ich habe den Tod im Rücken, oder? Und das ist für viele, ja, das ist für viele übertrieben. Auch für seine Familie war die Entscheidung zunächst ein Schock. Mussten sie sich doch auf makabere Art und Weise mit dem Tod des Sohnes auseinandersetzen. Trotzdem haben sie versprochen, gegen die Häutung nicht rechtlich vorzugehen. Als er mir sagte, dass er sozusagen als lebendes Objekt sich tätowieren lässt und dass dann hinterher, wenn er tot ist, seine Haut abgezogen wird und dann, glaube ich, kommt die in so einen Rahmen und ja, und dann wird sie irgendwo an die Wand gehängt. Tja, was soll ich da noch, da kann man doch nicht viel zu sagen, oder? Früher waren Tätowierer ja harte Hunde, die den Seemännern zum Beispiel ihren Anker auf dem Arm verpasst haben. Der famous Anker. Mhm. Heute sind wir zu Gast beim Mann, der beides kann. Der kann den Anker tätowieren auf den harten Hund, aber auch die soften Celebrities. Mark Mahoney, thanks for having us here. Ich freue mich, dass ihr da seid. So what happens first? Warst du zuerst ein berühmter Tattoo-Künstler und deswegen sind die Stars zu dir gekommen oder hast du die Stars tätowiert und deswegen bist du berühmt geworden? Ich denke, ich war zuerst ein berüchtigter Tattoo-Künstler und habe mich dann dadurch legitimiert, dass ich Berühmtheiten tätowiert habe. Celebrities, I guess. Okay. Cool. Wer war denn der Erste? Ich habe Johnny Depp in seiner ersten Nacht in Los Angeles in den frühen 80ern tätowiert. Aber damals war er noch nicht berühmt. Der Erste, der einen Unterschied gemacht hat, war Mickey Rourke. Und er fing dann an, eine Menge seiner Freunde herzubringen. Das war also eine Art Wendepunkt für mich. Wenn ein Mädchen zu dir kommt und sagt, Mark, ich möchte den niedlichen kleinen Schmetterling, sagst du dann, ach, das ist viel zu lahm? Ich erinnere mich, als ein Typ reinkam und sich in schwarz Fuck the World in den Nacken tätowieren lassen wollte. Er war gerade aus dem Gefängnis gekommen. Niemand hatte damals Tattoos im Nacken und als ich ihn anfasste, riss er meine Hand an sich und sagte, du sagst mir, bevor du mich anfasst. He's just got out. He's tense. So, 10 years later, I went back to. Als ich den Tattoo-Shop 10 Jahre später besuchte, kommt dieser Typ rein und umarmt mich und ich hatte keine Ahnung, wer zur Hölle das ist. So anyway, he says that after he got that tattoo. Und er erzählte, dass er, nachdem er das Tattoo hatte, sich nicht mehr beweisen musste, dass er ein Mistkerl ist und nie mehr in Schwierigkeiten geraten ist. Und ich hatte damals gedacht, Mensch, Fuck the World im Nacken ist vielleicht negativ für ihn, aber in seinem Fall war es sehr positiv für ihn. Meistens steht es mir nicht zu, das zu beurteilen, ob es cool ist oder nicht. Ich will, dass das Tattoo ein besseres Leben schenkt. Jetzt haben wir viel über harte Jungs und über Berühmtheiten und ihre Tattoos gehört. Falls Sie sich fragen, ob Sie ein Tattoo-Typ sind, dann machen Sie unseren Test. Der kommt jetzt. Sind Sie ein Tattoo-Typ? Machen Sie mit uns den Test, denn das Bild auf der Haut liegt voll im Trend. Vorbei die Zeit, als nur Seeleute und Kriminelle Tattoos trugen. Auch die Tätowierstuben sind längst aus dem Rotlichtmilieu raus. Es gibt inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, sich tätowieren zu lassen. Aber Achtung! Beantworten Sie zuerst unsere Testfragen, ob Sie überhaupt ein Tattoo-Typ sind. Lieben Sie das Risiko? Dann haben Sie schon mal eine Grundeigenschaft. Ein Mensch, der sich tätowieren lässt, ist experimentierfreudiger. Der muss mit der Welt an Grenzen stoßen, ist kreativer, möchte mehr ausprobieren. Und tätowieren ist ein Statement. Wir fragen, sagen Sie ja zur Individualität? Und befinden Sie sich gerade an einem markanten Lebensabschnitt? Haben Sie etwas erlebt, das Sie nicht vergessen wollen?
Sie könnten ein Denkmal setzen, gestochen scharf auf ihrer Haut. Ich habe immer wieder gesehen, auch in der westlichen Welt, dass Menschen gesagt haben, jetzt, ich bin 18 Jahre alt oder ich habe mein Abitur bestanden oder ich habe eine Freundin oder eine Trennung oder einen Tod. Und da war dann praktisch der Moment, in dem man sagt, das möchte ich festhalten. Ich möchte es festhalten in meiner Biografie. Doch Vorsicht, sind sie hart im Nehmen? Tätowieren tut weh. Wer schon den Gang zum Arzt meidet oder Angst vor Spritzen hat, für den sieht's schlecht aus. Alle anderen dürfen stolz sein. Eine Runde weiter in unserem Tattoo-Check. Insofern ist es schon so, dass jemand, der sich tätowieren lässt, den anderen kommuniziert, ich habe Schmerz ertragen. Und das heißt, ich bin kräftig, ich bin stark, ich habe eine starke Psyche, ich habe einen starken Körper, ich habe etwas ausgehalten. Wer jetzt glaubt, das Ganze ist nur ein Modegag, der liegt daneben. Tattoos legt man nicht einfach wieder ab, sie verändern einen für den Rest des Lebens. Der Körper altert, aber die Farbe unter der Haut bleibt. Wollen Sie wirklich ein Tattoo für die Ewigkeit? Gerade in einer Zeit, in der alles sehr kurzlebig ist, die Mobilität sich erhöht, Menschen viel leichter auseinandergehen, viel leichter auch verlieren und Neues gewinnen, ist, glaube ich, gerade dieses Statement, da ist etwas, was immer bleibt, etwas ganz Wichtiges für einen Menschen, der sich tätowieren will. Und? Alle Fragen mit Ja beantwortet? Dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben unseren Test gemeistert. Sie sind wirklich ein Tattoo-Typ. Na dann, willkommen im Club. Wir sind jetzt zurück im Shamrock Social Club und wir haben noch einen Spezialgast, nämlich Wu, der ist von Mark tätowiert worden. Was ist dein Lieblingstattoo? Dieses hier, dieses Porträt, das Mark gemacht hat, das ist mein Großvater. Er sieht seinem Großvater so ähnlich. Da ist das eine Art Selbstporträt. Ich vermische drei verschiedene Farbtöne, etwa schwarz und tiefschwarz, und dann gehe ich rein. Ich fange hell an und baue es dann auf. Als ich das erste Mal diesen feinliedigen Schwarz-Weiß-Stil gesehen habe, war ich sofort verrückt danach. Man sagt, der Stil kommt aus den Gefängnissen, stimmt das? Ja, das stimmt. Die Jungs kommen aus dem Gefängnis und drinnen haben sie ihr selbstgebautes Tattoo-Werkzeug, mit denen sie die Tinte so richtig eingebrannt haben. Das wird immer nur schwarz sein und sieht besser aus. Warum magst du den Schwarz-Grau-Stil denn lieber? Ich denke, der beste Vergleich ist der mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Die hat so viel mehr emotionale Dramatik als Farbfotografie. Wenn du ein farbiges Tattoo machst, dann kannst du nicht so ins Detail gehen wie bei einem Tattoo in Schwarz-Weiß. In Deutschland hat ja die Hälfte der Mädels ein sogenanntes Arschgeweih. Findest du es schade, dass Tattoos nicht mehr nur so ein Gefängnisding sind, sondern ein richtiger Lifestyle? So widespread. Ich mochte es mehr underground. Ich bin froh, dass es so populär ist, denn das ist besser fürs Geschäft. Aber ich mochte es etwas lieber, als es subversiver war. Wu, reagieren denn die Leute anders auf dich, seitdem du so viele Tätowierungen hast? Heutzutage in L.A. nicht wirklich. Viele Leute tragen Tattoos und da fällt das in dem sozialen Klima hier gar nicht so auf. Also wir sehen, hier in Los Angeles rennt wirklich fast jeder mit einer Tätowierung rum. Und gerade in den westlichen Ländern zeigt man sie auch gerne her. Ganz anders in Japan, da geht man mit den Tattoos wesentlich vorsichtiger um. Fotoshooting in Tokio für Bilder, die in Japan nie erscheinen werden. Diese Männer verstecken sonst ihre Haut. Tattoos gelten hier als Erkennungszeichen der Yakuza, der japanischen Mafia. Wer diese Leute tatsächlich sind, wir wissen es nicht. Meister Horikazu Sensei hat sie alle tätowiert. Auch Yoshida, der mal wieder reinschaut, weil er noch immer freie Stellen auf der Haut hat. Er besitzt eine Baufirma, so viel verrät er.
Die Tattoos des Meisters sind voller Tradition und Symbolik. Fehler darf er sich nicht leisten. Denn im japanischen Tattoo-Milieu gibt es gefährliche Leute. Es gab Tätowiermeister, die gekidnappt wurden, oder aber man hat ihnen den Arm abgeschnitten, weil diese Meister falsche Bilder tätowiert hatten. Das wäre so, als würde man einen Kimono falsch zusammennähen oder den rechten und linken Ärmel vertauschen. Viele der Motive gehen auf den Suikoden zurück, eine altchinesische Heldengeschichte. Der tschechische Fotograf Martin Ladig hat sich über Jahre hinweg das Vertrauen dieser Leute erarbeitet und darf sie nun fotografieren. Dass sie sonst die Tattoos verbergen müssen, macht ihnen nichts aus. Denn auf das Öffentliche zur Schau stellen kommt es ihnen ohnehin nicht an. Der erstaunlichste Unterschied zu europäischen Tätowierungen ist, dass die Japaner an die Bedeutung der tätowierten Figuren glauben. Wenn sie zum Beispiel einen Drachen tragen, dann glauben sie, dass dieser Drache ihr Leben beschützt. In Tokio auf der Straße ist kein einziges Tattoo zu sehen. Tätowierte sind stigmatisiert, dürfen in Saunen und Badehäuser gar nicht erst hinein. Meister und Sohn arbeiten bewusst in einem unscheinbaren Haus. Nichts weist auf ein Tattoo-Studio hin, nichts auf ihre Kunst. Das Werkzeug muss perfekt sein. Nirgendwo sind die Nadeln so fein und empfindlich wie in Japan für ganz zarte Linien und Schattierungen. Seit 15 Jahren kommt Yoshida immer wieder her. Solch ein Ganzkörperkunstwerk heißt Bodysuit-Tattoo, weil es wie ein Anzug wirkt. Alles, was der Meister sticht, macht er ohne Vorlage, frei aus dem Kopf. Dabei behält Horikazu Sensei dennoch immer das Ganze im Auge. Wie fühlen Sie sich, die Tätowierten, mit Ihrem Geheimnis, dem großen Bodysuit-Tattoo? Sexy. Durch das Tätowieren fühle ich mich anders als vorher. Wenn Sie jetzt so fragen, dann ist das schwer zu beantworten. Ich bin innerlich ruhiger. Normalerweise zeige ich das nur jemandem, den ich liebe. Und das macht eine Beziehung noch stärker. Aber das stärkt auch das Vertrauen unter Geschäftspartnern. Schon möglich, dass diese Männer einer dunklen Welt angehören. Ihre Tattoos aber sind strahlend schöne Schätze, auf die auch der Tattoo-Meister stolz ist. Die Kunden denken, hey, was ist das für ein starker Typ, der mich tätowiert? Und ich steche die Tattoos, die sie sich wünschen. Und meine Kunden verwandeln sich. Wenn ich einen Kunden martialisch tätowiere wie einen alten Krieger, dann wird er sich ändern. Von seiner Frisur bis zu seinem Verhalten verwandelt er sich in einen Krieger. Der ganze Mensch, daran glauben hier alle, erfährt also eine Verwandlung durch die Tätowierung. Und trotzdem, wenn der Fototermin vorbei ist, der Anzug wieder perfekt sitzt, wird keiner draußen irgendetwas ahnen. Am Anfang dieser Sendung haben wir erwähnt, dass Caro überlegt, ob sie sich tätowieren lässt oder eben nicht. Und jetzt denken wir uns einen Trommelwirbel und verkünden die Entscheidung. Ja, ich will. Ich denke mir, auf jeden Fall sollte ich eins kriegen. And, you love the stories behind the tattoos. Du liebst ja die Geschichten, die hinter den Tattoos stecken. Möchtest du wissen, warum ich das haben will, ohne den Zuschauern zu verraten, was es dann wird? Es gab letztes Jahr einen Punkt, da habe ich gedacht, ich hätte mich selbst komplett verloren. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich das nie wieder machen will und ich mein eigenes bin. Und das ist das Wort, das ich mir dann auch stechen lasse. Oh ja, ich mag die Idee, das ist cool. Maestro. Thank you.
finde ja, Caro ist wahnsinnig tapfer, aber vielleicht sehen Sie, dass hier mein Daumen blau wird. Und mit der Art, wie sie meine Hand versucht zu zerquetschen wie eine Salzkartoffel, merkt man schon, dass die ganze Prozedur wahnsinnig schmerzhaft ist, weil wir froh sein können, dass sie das hier machen lässt, in Los Angeles, in Neuseeland zum Beispiel. Da kennen die noch ganz andere Methoden. Wilde Grimassen und Tattoos im Gesicht. Alte, fast vergessene Bräuche der Maori. Doch Paitangi hat sich entschlossen, das Kinn-Tattoo der Maori-Frauen, das Moko Kawaii, zu tragen. It all came about when my partner died, basically. Yeah, and he was a Moko artist as well. Es begann, als mein Lebenspartner gestorben ist. Er war auch ein Moko-Künstler. Und einen Tag nach seiner Beerdigung baten mich einige seiner Stammesangehörigen, ein Gesichtsmoko zu tragen. Für Paitangi, westlich erzogen und Tracy genannt, werfen Tod und Schmerz Fragen auf. Wo komme ich her und was will ich? Das Tattoo bedeutet Besinnung auf alte Traditionen und gibt ihr Kraft. Ein Moko bezieht sich nur auf dich. Es geht um dich, das, was du gemacht hast und was für dich wichtig ist. Wenn du es als Mode trägst, wird es irgendwann veraltet sein. Lass mal 20 Jahre vergehen und die Rose oder was auch immer du trägst, wird aus der Mode kommen. Deine Geschichte dagegen wird immer deine Geschichte sein. Deine Familie, die du in der Sprache des Mokos auf deiner Haut trägst, wird niemals aus der Mode kommen. Sie ist ein Teil von dir. Paitangis Mutter war übrigens entsetzt über ihr Tattoo, auch weil es heidnische Schutzgeister darstellt. Wenn du direkt drauf schaust, siehst du die beiden Augen einer Eule, die dann in den Schnabel übergehen. Die Eule ist einer meiner Schutzgeister. Jeder Stamm hat solch einen Schutzgeist. Und wenn ich mein Kinn hebe, siehst du unten den Schwanz und die Flügel eines Stachelrochens. Das ist auch einer meiner Schutzgeister und sein Name ist Afai. Es ist Ehrensache, dass ein Moko mit den altertümlichen Maori-Werkzeugen gestochen wird und dass man die großen Schmerzen mit Würde erträgt. Wenn du denkst, dass das nicht wehtut, dann machst du dir was vor, denn es tut weh. Das hat sich angefühlt, als würde gleich mein Kiefer brechen und ich hatte Angst, dass meine Zähne zerspringen. Denn es war so, als würden die Meißel bis auf den Knochen gehen. Ohne den Schmerz ist das nicht die ganze Reise. Paitangi betet und singt für das Gelingen eines neuen Mokos. Sie wird es ihrem Schwiegersohn Aaron stechen. Aaron hatte mit ihrer Tochter ein Kind, das schon als Baby gestorben ist. Diesem Kind widmet Paitangi das Tattoo. The whole figure is a bird. Die Figur ist ein Vogel. Aaron bekommt diesen Vogel als besondere Erinnerung an seinen Sohn, mein Enkelkind, das gestorben ist. Und das ist ein spezieller Vogel, der Kotuku-Bird, ein weißer Reiher. Er ist das Sinnbild für einen ganz besonderen Menschen, der kurz in dein Leben kommt, wie ein wertvolles Geschenk. Er kam und sehr schnell ist er wieder von uns gegangen. Paitangi singt ein altes Lied und ihre Tochter assistiert bei der Zeremonie. Unvorstellbar, solch ein bedeutendes Tattoo mit einer Maschine zu stechen. Drei Stunden dauert diese erste Sitzung. Der körperliche Schmerz überdeckt den seelischen. Auch das gehört zur Bewältigung der Trauer. Die Sitzung ist für heute beendet, das Tattoo erst halb fertig. Bald wird das Moko auf Aarons Haut für immer an das verlorene Kind erinnern und daran, dass er ein echter Maori ist.
Thanks a lot. Marc hat gerade gesagt, Gunnar ist der Nächste. Ja, er könnte recht haben. Jetzt wollen Sie bestimmt wissen, was die Dame sich hat machen lassen. Zeig's Ihnen. Das ist meine persönliche Version eines Post-its. Sie wissen, es sind diese kleinen Zettel, damit man es nicht vergisst. Irgendwas. Und ich möchte nicht vergessen, dass ich mein eigenes Zuhause bin. Ich möchte es auch bleiben. Das ist wunderschön, oder? Ich finde es auch wunderschön. Wir sagen schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir komplettieren jetzt noch so privat das Bild. Und wir kaufen uns jetzt ein Motorrad. Genau, Lederjacken haben wir schon. Ja. Tschüss.